Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ja, ich war in der letzten Folge war ich ein bisschen verpeilt, das bin ich jetzt auch. Einfach nur, um schon mal anzukündigen, dass ich jetzt wohl nicht sofort den richtigen Weg finden werde. Sondern ich muss mich erst wieder orientieren. Das ist ja jetzt mittlerweile schon über 3 Wochen her, dass ich das letzte Mal The Legend of Zelda gespielt habe. Also so viel dazu, ne? Huch, ja, okay, denen kann ich keinen Schaden zufügen, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Eieieiei. Ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt, merkt man gerade. Aber merke ich gerade schon. So, ich glaube, hier musste ich hier oben rum, ne? So. Einmal rüberspringen. Nein, Kacke. Ich habe mir gedacht, das passiert gleich. Machen wir was anders, so. Nein! Oh, oh, oh. Das fängt ja wieder richtig super an. Huch. Nee, ich wollte... ja, so wie... Nein. Das wollte ich jetzt auch nicht machen. Was war denn das hier? Habe ich hier nur einen Trank? Ich habe keinen Trank mehr. Ja. So super vorbereitet gehe ich natürlich in eine Aufnahme. In eine Aufnahme, die wochenlang später erst wieder sein wird. Ja. So. Hehe. Edge. So, hier soll man, glaube ich... So, ich glaube, hier komme ich mit der Bumerang eventuell dran. Haha, wunderbar. So, wahrscheinlich muss ich jetzt hier rüber, um den Schalter umzulegen oder sowas. Ah, so. Jetzt komme ich natürlich hier nicht weiter. Wie war denn das nochmal? Ist ja vielleicht hier oben weiter oder sowas? Immerhin gibt es hier ein paar Herzen, das ist super gut. Super, super gut. Ach so, ja. Wir müssen, glaube ich, den Start schon endlich schieben. So. So war das ja. So. Also ich laufe jetzt hier noch ziemlich unorientiert rum. Ich muss mich erstmal neu orientieren, ne? Nur schon mal, um das ein bisschen zu erwähnen. So. Ja. Okay, ich brauchte hier, glaube ich, die Pfeile. Jetzt, ach, ich drücke mal die falsche Taste. So. So, ich glaube, diese Taste war's. Nein, falsche Richtung. Kacke. Nochmal. Haha. So, jetzt haben wir die Viecher alle weg. Und weiter geht's in den nächsten rum. Ach du meine Scheiße, das war ja hier. Wo ich. Ach ja, genau, hier sind wir hinterher nicht mehr rausgekommen und mussten mit dem Spiegel rausgehen. Ich erinnere mich. Da sind wir hier also noch ein ganz kleines bisschen falsch, glaube ich. So, wie war das? So. Kommen wir hier nicht durch diesen Raum durch. Aber irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Boah, wie ging das denn hier nochmal weiter? Boah, längst, ich habe mir das gemerkt, wie ich hier durch diesen scheiß Raum durchgekommen bin. Scheiße. Und wenn ich hier hochgehe... Ja, dann kann ich dich natürlich auch umhauen. Nee, ich glaube... Jetzt glaube ich, weiß ich wieder, wie es ging. So, zack. Dann müssen wir nämlich hier lang. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, jetzt weiß ich, wie es geht. Zack, 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 zack. Wir müssen ganz schnell rüber. Wir müssen nämlich auf der rechten Seite. Über diese Schlucht. Na gut, da war es sehr streng, die wir nach vorne schieben müssen. Hallo. Ja, danke. Missvieh von Dings. Ich habe mich gerade wieder sicher gefühlt hier. Ach, ja, ich weiß wieder, wie es ging. So, nochmal raus.
meine, wir sind sowieso gleich tot, also von daher kratzt es sowieso hier niemanden. Kann ich vielleicht mal hier. Ne, hier kommen wir nicht vorbei. Okay, dann werden wir jetzt mal eben unseren Tod antreten. Ja, tot. Danke. Und damit steigt der Game Over Counter natürlich wieder eine ganze Stufe an. Aber was soll ich machen? Ich kann ja nichts dran ändern. So, nächster Versuch. Jetzt weiß ich auch ziemlich genau, wie wir wieder hier weiterkommen. Zum Glück. So, hier hoch. So, das müssen wir natürlich hier runterschieben. Scheiße, aber nicht hinterher springen. Ich bin natürlich auch ein Blödkopf. Wieder mal. Kacke. Ich will mich nicht mit euch rumärgern, ihr komische Skelette. So. Wegteleportiert. Und jetzt müssen wir wieder hier hoch. Ja. So. Immerhin noch ein Herzchen. So kommen wir Stück für Stück wieder an ein volles Leben ran. Wenn ich so bedenke, wir sollten, glaube ich, auch eigentlich schon viel, viel mehr Herzen haben. Ich habe sie ja einen ganzen Haufen Herzcontainer, glaube ich, überall immer vergessen. Weil ich nicht genau genug suchen wollte. Ah, jetzt kommen wir einfach, also einfach hier lang. Das ist wunderbar. Genau, und jetzt können wir hier einfach hochlaufen. Zack. Edge. So ging das ja. Und volles Leben sogar. Oha, oha. So, ja genau, hier hat uns dann ein Schlüssel jetzt gefehlt. So war das ja. Genau, dann mussten wir jetzt gucken, dass wir irgendwo noch einen Schlüssel auftreiben konnten. So, jetzt gucken wir mal hier. Ah ja, hier sind wir jetzt wieder hier, gut. Scheiße, wo ist der letzte Schlüssel? Wo ist der nächste? Gehen wir nochmal hier rein. Hier gibt es auch nicht sowas wie einen versteckten Nebeneingang oder sowas, ne? Probieren wir trotzdem mit der Bombe mal aus. Huch, scheiße, falscher Knopf. Warte mal, wir können noch mal gucken. Hier gibt es zwei Eingänge nach links rüber. Wir müssen ja auch nach links irgendwie rüber. Alternative wäre natürlich, dass rechts, dass wir dort irgendwie hinkommen müssten. Ich werde jetzt diese Folge noch versuchen durchzukommen, sonst werde ich mir nochmal irgendwie eine Komplettlösung zurecht suchen müssen. Es kann ja nicht sein, dass wir hier stundenlang da verzweifeln, einen Schlüssel zu suchen. Guck mal hier, ob sich hier irgendwas mit einer Bombe machen lässt. Wenn ich hier unterspringe, genau, bin ich tot. Oder verliere jetzt zumindest ein Herz hin. Gehen wir mal hier runter. Ach ja, genau, hier war das Dunkle. Scheiße. Ach, diese Viecher entziehen einem auch noch das Mana, wenn sie eintreffen. Das sind ja besonders nette Viecher. Nee.
Hier geht es auf keinen Fall weiter. Ich glaube, wir werden uns nochmal woanders umgucken müssen. Ah, das ist ja hier der beste Weg, so zurückzugehen. Ist natürlich ganz, ganz schlau. So, wir werden hier nochmal uns durchklappen. Hehehe, verbuggt. Ja, das war natürlich klar. Oh, ich bin so ein Movement-Krüppel. Okay, gehen wir hier mal lang. Hier geht es natürlich auch nochmal runter. Ups, scheiße, falscher Knopf. Gehen wir da nochmal runter. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir müssen einfach immer mal gucken. Ein Versuch ist ja alles wert. Immerhin gibt es hier Bomben und Pfeile. Hier geht es dann wieder hoch. Und wo kommen wir dann raus? Hier kommen wir dann raus. Das heißt, wir müssten rechts runterspringen, um wieder rauszukommen. Damit wir hier lang, genau. Gucken wir mal hier, wohin das nochmal führte. Das war ja einer der Wege, die ich mir noch angucken wollte. Okay, zack, haben wir die drei auch weg. Jetzt schon wieder falscher Knopf. Also eigentlich kann es ja hier nicht tiefer gehen. Ich probiere trotzdem einfach mal aus, was hier passiert. Passiert was, aber ich bin tot. Dum, 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 dum. Ja, es ist einfach mal ein Versuch wert. Wenn man nichts ausprobiert bei Zelda, hat man schon verloren. Ist einfach so. So. Feuer frei. Und Feuer frei. Nein. Feuer frei. Tot. Hihi. So, haben wir erstmal Pfeile wieder aufgefüllt. Ein paar Herzchen aufgefüllt. Oder ein Herzchen zumindest. Ach ja, hier war das ja. Ahaha. So. So, jetzt sind wir hier hoch. Jetzt sind wir hier, genau. Ich erinnere mich. Autsch. Okay, jetzt haben wir das Vieh gleich umgehauen. Und das Vieh. Und das Vieh kriege ich auch noch. So. Jetzt haben wir nämlich noch ein paar Herzen bekommen. Und hier noch ein bisschen Pfeile. So, jetzt holen wir nochmal rechts und links. Hier ist nichts mehr. Gut. Ach du Scheiße, die Viecher tauchen wieder auf. Ich dachte irgendwie, die bleiben weg. Und hier haben wir nochmal Feen. Dann schnappen wir uns nochmal ein paar Feen nochmal. Ich glaube, die können uns echt hier den Arsch retten. Na toll. In einer Flasche aufbewahren. So, jetzt haben wir zwei Feen in einer Flasche. Das war doch auf jeden Fall lohnenswert, nochmal hier hinzugehen. So. Autsch. Puh, das war knapp. Aber Skill zeigt sich immer wieder. Nicht eingebildet oder sowas. Hier durch, hier oben rein und zack. Jetzt sind wir wieder hierhin zurück. Wunderbar.
Jetzt gucken wir nochmal auf die andere Seite. Wir sind ja jetzt bis jetzt nur hier auf der rechten Seite quasi umgeirrt. Umgeirrt ist das richtige Wort hierfür, weil wir irren hier nur rum. Weil ich keinen Schimmer habe, wo wir den zweiten Schlüssel finden können. Ich habe wirklich keinen Schimmer, wo wir den scheiß Schlüssel finden sollen. Und wir brauchen den auf jeden Fall. So viel ist klar. Na komm, ist hier noch ein Herzchen irgendwo? Ah, hier ist nochmal ein Schalter. Und ein Herzchen, wunderbar. Jetzt haben wir volles Leben und jetzt können wir wieder unser verstärkten Schlachten benutzen. Wunderbar. Meine Lieblingsattacke. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Anscheinend ist hier nichts, oder? Aha. Guck mal da an. Na wunderbar, da ist der letzte Schlüssel, den wir gesucht haben. Oh, ich könnte mich so ärgern, dass ich diesen Raum nie genug Aufmerksamkeit geschenkt habe. Aber wir schaffen es halt alles ohne das Lösungsbuch oder irgendwie eine Komplettlösung. Das ist doch wunderbar. Natürlich habt ihr euch wahrscheinlich schon dreimal an den Kopf gefasst. Warum hat er diesen Raum noch nicht durchgekundet? Warum hat er diesen Kopf noch nicht, erkundet? Ja, ich bin blind für das Offensichtliche. Ich denke immer zu kompliziert, ja? Jetzt wisst ihr es auch. So, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Wir mussten jetzt hier rechts lang. Genau. Aber man merkt wieder deutlich, bei Legend of Zelda ist kein Raum umsonst da. Kein Raum ist einfach nur da, um da zu sein, sondern jeder Raum hat irgendwie immer eine Bedeutung in einem Dungeon. So. Ja, bitte. Jetzt können wir auch hier durchrennen. Tschüss. Ah, was bist du denn noch hier? Kacke. Ja, jetzt müssen wir diesen Raum nochmal betreten. Das geht doch so nicht. So, nochmal rein und raus. So. Oh, eine Fee. Okay. Naja, wir haben ja schon noch zwei Feen dabei, also deshalb konnten wir die auch ruhig benutzen. Sind wir hier eine Art Labyrinth. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, damit wir kein Leben verlieren und hier die Viecher auch alle über die Wände hinweg töten können. Hier haben wir eine Truhe. Bomben. Na wunderbar. Das sind einige Bomben. Ja. Gut. Hihi. Oh, Mensch. Aber im Endeffekt kommen wir ja gut voran im Tempel. Also, abgesehen davon, dass ich jetzt schon zwei Folgen hier im Tempel rumlaufe, aber ich habe nichts gesagt. So, noch ein Schlüssel, wunderbar. Jetzt gehen wir natürlich nicht mehr out auf Schlüssel. Jetzt haben wir Schlüssel en masse. Hier müssen wir, glaube ich, eine Bombe benutzen. Sonst hätten wir, glaube ich, keine Bomben gerade bekommen. So. Huch, hoppala. Oh, große Truhe. Du hast den Hammer erhalten. Rahme damit hölzerne Pfähle ein und klopf auch mal auf andere Gegenstände. Okay, ich glaube, wir brauchen den Hammer. Vermute ich mal so. War ganz vage. Diese Vermutung ist natürlich höchst spekulativ. Aber ich glaube, ich liege damit ganz richtig. So. Ich ruck mal kurz auf die Zeit. Ja, 20 Minuten sind wir erst dabei. Das heißt, 10 Minuten haben wir noch. Da kommen wir noch locker bis zum Endboss mit. Glaube ich. Oder vielleicht auch nicht, aber wir gucken mal. Ich möchte erstmal kurz aussetzen. Okay, der Hammer funktioniert einfach nur so. Ja, in anderen Spielen funktioniert er noch ein bisschen umfangreicher, deshalb da wusste ich jetzt noch nicht. Aha, jetzt können wir zumindest diese Viecher auch töten. Scheiß Schildkröten. Nein, ich mag Schildkröten. Tschüss. So, gucken wir mal unten rum. Nee, warte mal. Nee. Ich habe eine bessere Idee.
Wir hatten ja einen Raum gehabt. Ich weiß es nicht genau. Hier auf der Karte, wenn ihr rechts oben in der anderen Etage guckt, beziehungsweise in dieser Etage auch. Dort kamen wir ja nicht weiter. Dort brauchten wir ja was. Dort werden wir jetzt nochmal hingehen. Also, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, welchen Raum ich meine, dann ist es nicht ganz so schlimm. Dort wir werden ja hingehen, dann werde ich es euch zeigen. So, um dorthin zu kommen, müssen wir erstmal umschalten. Ach, scheiße, falscher Knopf. Aha. Hammer ist sogar stärker als das Schwert. Nicht bezwingend, aber. Okay, der Hammer macht genauso viel Schaden wie das Schwert. Denn gegen die Roten müssen wir ja auch immer mit mehreren Schlägen mit dem Schwert agieren. Ja, wie die Blauen mittlerweile ja mit dem Schwert fast one hin, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet. Zack. Zack. So. Allmählich kenne ich mich ein ganz kleines bisschen hier mit Tempel aus. So, schalten wir einmal um. Nehmen wir hier wieder natürlich die Herzchen mit. So, Statue drauf. Das kennen wir ja jetzt mittlerweile alles. So. Ich glaube nämlich hier hin. Kommen wir weiter. Erstmal müssen wir mal wieder unseren Bogen zücken. Zack. Tot. Hihihi. Ja, sparen wir uns mal gerade ein bisschen. Ein paar Pfeile. Wir sind mal extrem geizig. So. Boah, alles aufgefüllt. Das ist ja die absolute Seltenheit. So, ja genau, hier kommen wir jetzt weiter mit dem Hammer. Da kam man ja vorher nicht weiter. Dum, 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 dum. So, jetzt müssen wir ja... Ah ja, und den Schlüssel haben wir ja auch schon, wunderbar. Schalten wir... Ja. Immer zu blöd ist, einen Schalter vernünftig umzulegen. Schlüssel, wunderbar. Weiter geht's. Ja. So, wo kommen wir denn jetzt hier schön hin? Ach du Scheiße. Viel zu großer Raum. Viel zu viele Schildkröten. Hilfe! Lass mich in Ruhe! So, jetzt haben wir es aber auch. Puh. So, ab in den nächsten Raum. So, was ist denn hier Schönes? Nun, Teleporter. Ich glaube, wir brauchen die Laterne. Ich brauche hier ein bisschen Licht. So, so kann ich ein bisschen mehr sehen. Und wir können genauer sehen, wie wir denn hier reinkommen. Vielleicht hier runterschieben. Ups, probieren wir mal mit dem Hammer aus. Hier mit dem Hammer funktioniert hier nichts mehr. Das können wir nicht so schieben. Das können wir auch nicht so schieben. Auch nicht so schieben. Aha, so. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Magic, Magic. Oha. Boah, ich komme hier gleich in mehreren Formationen. So. Aber wir sind ja so gefeilt und hauen die alle um. Ich setze hier mir mal einen Safe-State-Moment. So. Wie spät haben wir denn?
Ah ja, das passt doch perfekt. Da machen wir hier einen schönen Cliffhanger und wie wir diesen Boss hier umhauen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda: A Link to the Past. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.